In der Wüste Arizonas steht ein ganz besonderes Gefängnis. Das ist das härteste Gefängnis Amerikas. Diebe und Mörder schlafen nebeneinander in Zelten. Du musst deine Mitinsassen unbedingt respektieren. Gefängnisbeamte müssen täglich für Kontrolle sorgen. In einer derart feindlichen Umgebung ist die Lage ständig gespannt und Chaos vorprogrammiert. Das ist der Wilde Westen, das ist Tent City, Arizona. Es ist 3 Uhr nachmittags in Phoenix, Arizona. Neue Häftlinge betreten das Maricopa County Gefängnis, eins der größten und strengsten im ganzen Land. 10.000 Häftlinge leben in 6 Gefängnistrakten über die ganze Stadt verteilt und es werden jeden Tag mehr. In Phoenix gibt es mehr Insassen als Gefängniszellen. Um der Überzahl Herr zu werden, gründete Sheriff Joe Arpaio Tent City. Ich finde immer Platz. Ich gehe eher ins Grab, bevor ich diese Jungs vorzeitig entlasse. Wenn sein muss, stelle ich Zelte von hier bis Mexiko auf, damit die Häftlinge wissen, der Sheriff schafft Platz, komme was wolle. In Tent City, in der Wüste unweit der Innenstadt von Phoenix, sitzen 2000 Insassen in Stoffzelten ein. Anders als in den meisten anderen Gefängnissen, wo Straftäter die meiste Zeit in engen Zellen absitzen, sind die Insassen hier sehr viel draußen. Doch das ist auch schon der einzige Vorteil. In den Zelten wird es im Sommer bis zu 60 Grad heiß. Um die Kosten niedrig zu halten, bekommen Insassen keine Extras wie Zucker, Salz, Pfeffer und Kaffee. Tabak ist streng verboten. Und weil es trotz dieser explosiven Mischung aus Insassen keine Gitter gibt, herrscht militärhafte Disziplin und Härte. Na schön, meine Herren. Hier herrscht absolute Disziplin. Es gibt keine Streitereien. Sie werden sämtliches Personal respektieren, solange Sie hier sind. Sie werden hier jeden mit Ma'am, Sir oder Officer anreden. Haben Sie mich verstanden? In dieser spannungsgeladenen Umgebung schlummert eine Feindseligkeit zwischen Häftlingen und Wächtern, die manchmal explodiert. Was ist hier los? Ich will nur wissen, warum wir am Gitter stehen. Weil sie durchsucht werden. Das ist im Gefängnis so. In den letzten 10 Jahren wurden reihenweise Häftlinge und Wächter in den Gefängnissen von Maricopa County in gewaltsamen Auseinandersetzungen verletzt. 4 Häftlinge sterben, was in der Gemeinde von Phoenix und im ganzen Land Besorgnis erregte. Die Straftaten der Häftlinge von Tent City reichen von Drogenbesitz bis hin zu Überfällen. Die meisten sitzen bei guter Führung maximal 1 Jahr. Doch wenn sie Ärger machen, könnten sie in einem abgeriegelten Gefängnis landen oder eine noch längere Strafe im Staatsgefängnis absitzen. Für den 19-jährigen Ryan Merlina ist es der erste Tag hier. Wenn der Officer Ihren Namen aufruft, nehmen Sie Ihre Sachen und treten vor. Merlina. Keine Ahnung, mit was ich das hier vergleichen soll. Es gibt nichts. Es ist echt schlimm hier. Für mich ist das hier ziemlich schlimm. Er wurde wegen Fälschung, Einbruch und wegen Besitz von Methamphetamin verurteilt. Seitdem er 12 ist, ist er medabhängig. Seine Teenagerjahre hat Merlina immer wieder in Jugendhaft verbracht. Dies ist sein erster Erwachsenenstrafvollzug. Weil Merlina sich für schuldig befand, bot ihm der Richter einen Deal an. Bei guter Führung würde er nur 6 Monate in Tent City absetzen müssen. Wenn nicht, bekommt er 12 Jahre im Staatsgefängnis. Das hast du nicht erwartet, als du in den Knast kamst? Das ist meine letzte Chance. Wenn ich mir nur irgendwas hier oder draußen leiste, kriege ich 12 Jahre ohne Bewährung. Doch im Zelt zu leben ist schwerer als alles, was er je gemacht hat. Merlina ist umgeben von Insassen, die wegen Ladendiebstahls oder Totschlags hier sind. Und die Lebensbedingungen sind hart. Er bekommt eine Schaumstoffmatratze, ein Laken und einen Schlafplatz im Zelt mit 21 anderen. Doch vor allem will er seine Zeit schnell absitzen. Er will seinen kleinen Sohn sehen, der geboren wurde, als er auf sein Urteil wartete.
Ich denke viel an meinen Sohn. Ich denke darüber nach, was passieren wird, wenn ich mich nicht ändere. Ich bin ohne Vater aufgewachsen und ich will nicht, dass er das auch erleben muss. Melinas Mutter und seine Freundin haben wegen seiner Drogenabhängigkeit den Kontakt zu ihm abgebrochen. In Tent City ist er ganz allein. Ich war schon als Kind ständig im Gefängnis. Und meine Mutter war immer für mich da. Diesmal nicht. Es ist schon was anderes, zu wissen, dass sie beim nächsten Mal nicht für mich da sein wird. Die, denen Merlina jetzt am nächsten steht, wollen nicht unbedingt das Beste für ihn. Tent City ist voll mit Profikriminellen, die Neulinge wie ihn ins Schmuggelgeschäft einschleusen wollen. Mit ein Hauptgrund für die Spannung zwischen Wächtern und Häftlingen. Der Schwarzmarkt blüht. Tabak und andere illegale Luxusgüter werden entweder von draußen reingeschmuggelt oder über den Maschendrahtzaun geworfen. Sobald die Ware da ist, machen die offenen Zelte den Handel leicht. Und die Arbeit der Beamten umso schwerer. Stellen Sie sich vor, Sie sind Polizist in einer Kleinstadt, in der 100% alle Verbrecher sind. Sergeant Mendoza war 10 Jahre in Gefängnissen in Phoenix tätig, davon 2 Jahre in Tent City. Wie seine Kollegen kennt er bei Regelwidrigkeiten keine Gnade. Sir, wenn Sie aus Ihrem Zelt kommen, müssen Sie Ihr Hemd anhaben. Mendoza kämpft mit allen Mitteln, damit keine Schmuggelware in die Zelle gelangt. Doch ständig wird seine Autorität in Frage gestellt durch die Gruppen, die in Tent City das Sagen haben. Leider ist hier alles ethnisch organisiert. Bei jedem neuen Häftling kommt einer aus der eigenen Gruppe und erklärt die Regeln und Erwartungen. Regel Nummer 1: Bleib bei deinen Leuten. Jede Gruppe hat einen eigenen Sitzbereich und Namen. Afroamerikaner heißen Kinfolk, Mexikaner Paisas, mexikanische Amerikaner Chicanos und Indianer heißen Chiefs. Und die Weißen heißen Woods. Die Gruppen behaupten, sie würden die Häftlinge beschützen. Die Beamten meinen dagegen, sie würden Insassen und Schmuggelware kontrollieren. Die Chefs der Gruppen sind oftmals in Straftaten und Schmuggelgeschäfte involviert. Da einen der Chefs vom Hof verweisen, wird er sofort durch jemand Neuen ersetzt. Wir versuchen also ständig herauszufinden, wer die Chefs sind. Sie verheimlichen ihre Identität vor uns und dieses Spielchen geht einfach immer so weiter. Für neue Häftlinge wie Merlina bietet die Gruppe Schutz. Doch manchmal kommt der Ärger nicht von rivalisierenden Gruppen, sondern aus den eigenen Reihen. Insassen, die gegen Regeln ihrer Gruppe verstoßen, werden brutal bestraft. Für kleinere Vergehen wie Beleidigungen gibt es einen Schlag auf Kiefer oder Kinn. Für größere wie ausstehende Schulden wird der Häftling von 2 oder mehr zusammengeschlagen. Die Macht der Gruppe beeinträchtigt die Kontrolle der Beamten. Es sind Verbrecher und man darf sie nicht aus den Augen lassen. Momentan ist draußen im Hof alles ruhig, aber das kann sich von jetzt auf gleich ändern. Wir hatten hier schon einige Zwischenfälle. Einmal haben die Insassen sogar die Kontrolle über den Hof übernommen. 1996 kam es in Tent City zu Ausschreitungen. Alle Gruppen gingen auf die Barrikaden, weil ein Beamter angeblich Pfefferspray in das Gesicht eines Häftlings gesprüht hatte. Die Situation geriet schnell außer Kontrolle. Insassen nahmen 8 Wächter als Geiseln und brannten 2 Zelte nieder. Die Polizei brauchte 3 Stunden, um die Kontrolle über das Gefängnis zurückzuerlangen. Für ausschreitende Häftlinge hat das Gefängnis eine schwer bewaffnete Einheit, das Special Response Team, kurz SRT. Sergeant Irby leitet 1 von 4 SRT-Teams, die täglich Überraschungsrazzien im Gefängnis durchführen. Wir werden immer dann gerufen, wenn eine Situation außer Kontrolle geraten ist. Das kann auch mal eine Schlägerei mit 20 bis 30 Insassen sein, wo wir eingegriffen haben. Irbys Team aus 7 Polizeibeamten reagiert bei Schlägereien zwischen Insassen bis hin zu tätlichen Angriffen auf Personal. Ich habe für Schutz und Kontrolle zu sorgen. Bei der SRT geht es vor allem um Kontrolle. Und mehr wollen wir gar nicht, als Situationen unter Kontrolle zu bringen. Das SRT-Team ist mit Elektroschock- und Betäubungswaffen, Pfefferspray und einer Vielzahl nicht tödlicher Waffen ausgestattet.
Ich habe hier ein Hornissennest. Schockgranaten mit ca. 80-45 Kaliberkugeln. Mitglieder der SRT durchlaufen ein straffes Training. Jeden Moment könnten sie gerufen werden, um eine Einzelzelle zu räumen oder einen Aufstand zu zerschlagen. Hat die SRT je zu viel Gewalt angewendet? Es gab schon Einsätze, die von oben als zu heftig eingestuft wurden. Aber fand ich sie zu heftig? Nein. Aber sie wurden so eingestuft und deswegen waren sie zu heftig. Verstehen Sie? Do you understand what I'm trying to tell you? Merlina hört die Meinung eines Insassen über die SRT. Sie reißen ein Zelt in Stücke. Sie reißen es buchstäblich in Stücke. Und sie sind bewaffnet. Für mich sehen sie aus wie Ninja Turtles. Aber nicht sagen, dass ich das gesagt habe, sonst kriege ich Elektroschocks. Kein Witz, ganz im Ernst, die rücken hier mit kugelsicheren Westen an. Ich weiß ja nicht, was die von uns denken, dass die so angezogen sind. Die haben Teaserwaffen und 12mm Kaliber, mit denen sie ihr Pfefferspray verschießen. Kein Witz. Und die haben kein Problem damit, dir das Ding direkt vors Gesicht zu halten. Qualms about sticking that thing right in your face, dude. Letztes Jahr hat sich ein Kerl nicht schnell genug aufgesetzt. Da hat ihn einer bei den Schultern gepackt, der andere am Bein und sie haben ihn von seinem Bett gerissen und auf den Boden geworfen. Sie haben ihn mit Handschellen aus dem Zelt geworfen, die haben ihn echt übel zugerichtet. Wenn sich Merlina in Tent City irgendwelche Straftaten erlaubt, kriegt ihn die SRT. Doch so oder so Ärger bekommt er auf jeden Fall. Am Ende seines ersten Tages kehrt Merlina zu seinem Zelt zurück. Die Woods warten schon auf ihn. Sie wollen ihn offiziell als Mitglied in ihre Gruppe aufnehmen. Das ist das härteste Gefängnis Amerikas. Er trifft Head, den Gangführer, und den Regelhüter Torpedo. Die Identitäten der ranghöchsten Mitglieder müssen vor den Gefängnisbeamten geheim gehalten werden. Kopf einer Gruppe zu sein, verstößt gegen die Gefängnisregeln. Wenn du einen Beamten beleidigst, wird dein Zelt verwüstet. Die anderen im Zelt werden wütend auf dich. Die Beamten spielen uns gegeneinander aus. Machen wir was falsch, ist das ihre Art der Bestrafung. Sie lassen dich aussehen wie der Böse, bringen dein Zelt durcheinander. Die anderen werden sauer auf dich. Tu also nichts, was einen deiner Mitinsassen in deinem Zelt ärgern könnte. Merlina lernt die ungeschriebenen Gesetze von Tent City. Wenn er dagegen verstößt, hat er sofort die ganze Gruppe gegen sich. Du bist kein Kind, du bist erwachsen. Du weißt, was du tun darfst und was nicht. Schöner Haarschnitt, gefällt mir. Merlina muss zwei gegensätzliche Regeln beachten. Die Regeln seiner Mitinsassen und die der Beamten. Wenn Merlina diesen gefährlichen Balanceakt nicht einhält, könnte das schlimme Folgen haben. Es ist 5 Uhr morgens in Tent City in Phoenix, Arizona. Aufwachen, alle rüber zum Osttor. Ein Beamter weckt Ersttäter Ryan Merlina und scheucht ihn aus dem Zelt. Auf zur Arbeit. Alle Insassen in Tent City haben Jobs. Merlina tritt seinen heute an. Wer? Sie gehen bei ihm mit. Er wird in der Essensausgabe im benachbarten Towers-Gefängnis arbeiten, auf der anderen Seite des Parkplatzes von Tent City. Dieser Job bietet gefährliche Herausforderungen und Versuchungen. Ich habe gehört, dass viele Insassen hier einen Nachschlag wollen. Aber wenn ich denen mehr gebe, kriege ich Einzelhaft. Also geht das nicht. Anders als Häftlinge in Tent City, die alle bereits verurteilt sind, warten 70% dieser Männer noch auf ihren Prozess. Doch im Towers-Gefängnis gibt es noch weniger Freiheiten als in Tent City. Bei der Essensausgabe trifft Merlina auf aggressive Insassen, die 23 Stunden pro Tag in kleinen Zellen verbringen. Ihre Verbrechen reichen von Fahren ohne Führerschein bis hin zu Angriffen mit einer tödlichen Waffe. Sie werden ihn bedrohen und ihn für mehr Essen bestechen. Für den ehemaligen Metzsüchtigen und Störenfried könnte es schwer werden, Gefahren und Chancen aus dem Weg zu gehen.
Um Kosten niedrig zu halten, bekommen die Insassen pro Tag nur 2 Mahlzeiten aus Essensresten. Laut Büro des Sheriffs werden pro Tag 40 Cent pro Gefängnismahlzeit ausgegeben, verglichen mit $1,40 für Polizeihunde. Während Marina sich für die Essensausgabe bereit macht, bereitet ihn einer seiner Kollegen darauf vor, was auf ihn zukommt. Sie kriegen ein Essen, eine Tüte. Mehr nicht. Sie werden bitten und betteln, heulen, ihre Milch verstecken und behaupten, dass sie keine gekriegt haben. Marina macht sich bereit. Um Ordnung zu bewahren, müssen sich die Insassen in einer Reihe anstellen. Ein Gefängnisbeamter hakt jeden Häftling auf einer Liste ab, um sicherzustellen, dass jeder nur eine Tüte Essen bekommt. Unter den wachsamen Augen des Beamten läuft zunächst alles glatt. Doch sobald der Beamte sich umdreht, wähnt einer der Insassen seine Chance. Hey, gib mir noch eine Tüte. Geht nicht. Lass was rüberwachsen, Mann. Geht nicht. Marina besteht seinen ersten Test. Momentan ist die Lage entspannt, doch um die Ecke machen sich Sergeant Irby und das SRT-Team für eine Überraschungsrazzia im Zellentrakt bereit. Keinen provozieren. Die Razzien sind ein Teil der willkürlichen Durchsuchungen, mit denen in allen County-Gefängnissen Kontrolle gewahrt wird. Gesucht wird nach Waffen und Schmuggelware, um Gewalt unter Insassen wegen Schwarzmarkttabak und Drogen zu vermeiden. Sergeant Irby gibt das Zeichen. Go! Und das Team stürmt hinein. Ein Beamter feuert einen Schuss mit seiner 12-Kaliber-Waffe ab. Es ist nur eine Platzpatrone, doch der ohrenbetäubende Schuss und ein Blitz lähmen die Insassen für einen Moment. Die SRT nutzt das Überraschungsmoment aus dem einfachen Grund, dass wir sie überrumpeln müssen. Mit dem Schuss kriegen wir ihre Aufmerksamkeit. Sie werfen sich auf den Boden und wir haben die Situation im Griff. Viele Insassen halten den Einsatz für übertrieben. Doch für Sergeant Irby und sein Team sind sie Männer, die in Schach gehalten werden müssen. SRT ist sehr strikt. Sie dürfen bei uns nicht reden oder sich bewegen. Wir kontrollieren die Situation und wenn das nicht geht, machen wir dicht. Wir haben die Kontrolle. Du bewegst dich, wenn ich es dir sage. Du redest mit mir, wenn ich es dir sage. Verstehen Sie? Die Insassen sind unter Kontrolle. SRT durchsucht jeden Insassen und jede Zelle nach Schmuggelware. Sie fahnden nach Tabak, Drogen und das dafür notwendige Werkzeug. Wir haben kleine Glaspfeifen gefunden. Er hat sie in sowas hier versteckt. Auf den ersten Blick komplett durchsichtig. Man sieht gar nichts. Manchmal ist es gut, etwas gegen das Licht zu halten. Officer Spaulding arbeitet seit 1,5 Jahren unter Sergeant Irby. Da kommt der Nächste. 14! Hände über den Kopf. Behalt deine Hose an, ich will nichts sehen. Hemd ausziehen. Sie weiß, dass es gefährlich ist, fast 100 Männer in Schach zu halten, und sie nimmt ihre Aufgabe sehr ernst. Null Toleranz, das sagt Sergeant Irby, und daran halten wir uns auch. Jede Ecke und jeder Gegenstand in der Zelle wird sorgfältig überprüft. Selbst scheinbar harmlose Gegenstände wie Plastikflaschen können in den falschen Händen zu gefährlichen Waffen werden. Manchmal nehmen sie ein Reinigungsmittel und übergießen damit einen Beamten, vor allem mit Bleichmittel. Alles, was nicht in seinem Originalbehälter ist, gilt als Schmuggelware. Häftlinge finden ständig neue Methoden, um Waffen herzustellen. Sie nehmen diese Rasierklinge, legen sie dazwischen, befestigen sie mit Gummibändern und benutzen sie als Messer. Sie schlitzen einen auf, wenn man es am wenigsten erwartet.
Heute wurde eine Flasche selbstgebrannter Alkohol gefunden, den Insassen aus fermentiertem Obst, Brot und geschmuggeltem Zucker herstellen. Die Häftlinge nehmen alles, was süß ist, vermengen es mit Brot und Obst, fermentieren das Ganze und daraus wird dann Alkohol. Aber die wenigen, die ich kenne, die das Zeug je getrunken haben, meinten, dass einem von zu viel schlecht wird. Für Irby und sein Team bestätigte Alkohol, dass das Schmuggelgeschäft noch immer blüht. Solange Insassen weiter mit Schmuggelware handeln, besteht auch ein Gewaltpotenzial. Und das bedeutet, dass SRT den Druck weiter aufrechterhalten muss. Edward Ramirez hat sich an die Razzien gewöhnt. Dies ist sein vierter Gefängnisaufenthalt für Verbrechen, die von Diebstahl bis hin zu einem tätlichen Angriff auf den Freund seiner entfremdeten Ehefrau reichen. Seine viermonatige Strafe für einen Bewährungsverstoß hat er fast abgesessen. Ich war schon mehrmals hier, wegen schwerer Körperverletzung, Diebstahl von Transportmitteln, Fälschung, Drogenhandel, Mitführung versteckter Waffen. Ich habe auf der Straße gelebt und da muss man so manches tun, wenn man überleben will. Carrying concealed weapons, you know, I lived on the streets, and when you live on the streets, there's a lot of things that you do to survive. Wie Merlina war Ramirez zunächst in Tent City. Dort wurde er als Kopf einer Gruppe rausgeworfen. Jetzt sitzt er im Towers-Gefängnis und teilt sich eine 2,5 x 3 Meter Zelle mit zwei anderen Häftlingen, 23 Stunden pro Tag. Das hier ist richtig Knast. 23 Stunden in der Zelle. Wir sind zu dritt. Wir schlafen hier, essen hier und unser Klo ist auch hier. Es ist hart. Man streitet sich sogar mit denen, die man eigentlich leiden kann. Aber wenn man auf so engem Raum eingesperrt ist, ist man einfach gereizt. Ramirez, Vater von vier Kindern, sagt, er hatte die Hoffnung auf ein Leben in Freiheit bereits aufgegeben. Dann bekam er einen Brief von seiner 11-jährigen Tochter. Hi Daddy, ich vermisse dich so. Manchmal werde ich traurig, aber ich weiß, dass ich für die Babys stark sein muss. Deshalb weine ich nachts in meinem Zimmer. Wie lange musst du noch im Gefängnis bleiben? Du wirst für immer in meinem Herzen sein. Ich hoffe, du kommst bald nach Hause. Doch die einzige Möglichkeit, in einen offeneren Strafvollzug versetzt zu werden, ist die sogenannte Chain Gang. An einer Kette zusammengekettet schuften Häftlinge stundenlang in der Wüstenhitze, sammeln Abfälle von der Straße und heben Gräben aus. Viele ertragen die Hitze nicht und geben auf. Das Gefängnis nennt es die letzte Chance. Die Insassen nennen es Hölle. Doch diejenigen, die 30 Tage an der Chain Gang durchhalten, können sich eine Versetzung vom Towers-Gefängnis nach Tent City verdienen. Ramirez, der nur noch 4 Wochen seine Strafe absitzen muss, nimmt nur daran teil, um zu zeigen, dass er ein besserer Mensch sein kann. Wer in der Chain Gang ist, muss früh aufstehen, die Betten machen, den Müll einsammeln und den anderen Insassen Essen ausgeben. Früher hatte Ramirez mit dem Einhalten von Regeln seine Schwierigkeiten. Wenn er sich in der Chain Gang Befehlen widersetzt, könnte sich seine Strafe um Jahre verlängern. Für Merlina ist es die zweite Woche im Tent City Gefängnis von Phoenix. Mit nur 19 Jahren hat er Mitinsassen, die doppelt so alt sind und doppelt so aggressiv. Schlägereien sind an der Tagesordnung, die meisten wegen Schmuggelware wie Zigaretten. Der Tabak schafft Probleme, weil die Gruppen jetzt darum kämpfen, wer ihn verkaufen, transportieren und besitzen darf. Für Beamte wie Sergeant Irby ist die Suche nach Schmuggelgut ein täglicher Kampf. Manchmal patrouillieren nur 2 Officer den gesamten Hof mit 800 Häftlingen. Für geschäftstüchtige Insassen gibt es also viele Wege, Schmuggelware in den Hof zu schleusen. Wir haben Hunderte von Insassen im Hof und Hunderte gehen arbeiten. Wenn sie draußen arbeiten, bringen sie alles, was sie sehen, mit zurück ins Gefängnis. Wenn Merlina in 6 Monaten frei sein will, muss er sich aus dem Schmuggelgeschäft raushalten. Ich versuche, mich rauszuhalten und so gut es geht, allein zu bleiben. Mit ein paar Leuten rede ich schon, aber ich will niemandem was schulden und meine Zeit möglichst schnell absitzen. Doch das ist nicht so einfach. Er verbringt jetzt all seine Zeit in der weißen Gruppe, den Woods, und die bietet Merlina Schutz.
Überall dort, wo Tent City kein Versteck bietet, braucht Merlina allen Schutz, den er kriegen kann. Den Woods anzugehören ist jedoch ein zweischneidiges Schwert. Viele Woods-Mitglieder sind aktive Schmuggelhändler. Sie wissen, wie man neue Häftlinge rekrutiert. Heute lädt ein Insasse namens Tripod Merlina zum Kartenspielen ein. Meist spielen Häftlinge um legale Artikel, manchmal aber auch um Schmuggelware. Macht Merlina Schulden, muss er diese vielleicht mit Diensten für andere Insassen abbezahlen, zum Beispiel dem Schmuggeln von Schwarzmarktgut. Aus einem netten Spiel wird purer Ernst, als Merlina anfängt zu verlieren. Ich glaube, er hat die Karten vertauscht. Es war die Karte da, Mann. Woher soll ich wissen, welche zuerst dran ist? Woher soll ich das wissen? Darum geht's ja. Keiner hat was von Fairspielen gesagt. Wenn's um was geht, will ich gewinnen. Was Merlina nicht ahnt, ist, dass die Gefängnisbeamten Tripod im Auge haben. Im Hof heißt es, Tripod sei einer der Drahtzieher im illegalen Tabakhandel. In welchem Zelt wohnen Sie, Sir? Sie sind also im falschen Hof, stimmt's? Sie sind im falschen Hof, also klettern Sie mal schön über den Zaun. What's up, Tripod? Mal sehen, was Sie sonst noch so dabei haben. Bei jeder Gelegenheit wird er durchsucht. Sonst noch was? No, Sir. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Was ist das? In Ihrer Hosentasche. Sie haben geraucht. Ich sehe es an Ihren Händen. Seine Fingernägel werden nach Nikotinflecken geprüft. Mit Merlina in illegale Aktivitäten mit reingezogen, könnte seine kurze Haftstrafe laut Gerichtsbeschluss in 12 Jahre Gefängnis umgewandelt werden. Doch in Tent City ist es schwer, keinen Ärger zu bekommen. Edward Ramirez meint, einen Weg gefunden zu haben. In der Chain Gang. Wie alle Insassen in Maricopa County zieht er seine rosafarbene Unterwäsche für den Tag an. Sheriff Arpaio meint, die Häftlinge würden die normale weiße Unterwäsche stehlen. Deshalb wurde sie zusammen mit Laken, Handtüchern und Handschellen eingefärbt. Es gab aber noch einen Grund für diese besondere Farbwahl. Warum sie rosafarbene Unterwäsche anziehen müssen? Warum rosa? Weil sie rosa hassen. Zumindest in diesem County. Warum sollten sie eine Farbe anhaben, die ihnen gefällt? Sogar die Handschellen sind rosa. Alles ist rosa. Alle einen Schritt nach vorn. Um 5 Uhr morgens beginnt für Ramirez und 12 andere Häftlinge die Schicht. Sie werden an den Knöcheln zusammengekettet, damit sie sich weniger bewegen und nicht flüchten können. Es kann losgehen. Marschieren. Häftlinge an der Kette müssen 4 Gesänge lernen. Die Kadenzen helfen ihnen dabei, gleichmäßiger zu gehen und Arbeitsmoral aufzubauen. Der Text erinnert daran, warum sie im Gefängnis sind. Für die nächsten 8 Stunden müssen sie bei 37 Grad arbeiten. Die Chain Gang muss Abfälle entlang einer Autobahn nahe der Arizona State University aufsammeln. Officer Parks passt genau auf. Mit dabei seine 12-Kaliber-Waffe, falls einer Ärger macht. Bitte den Gehweg sauber machen. Und mit keinem an der Bushaltestelle reden. Meine Herren, Sie wissen, was Schmuggelware ist. Also nichts aufheben. Und weg von der Straße bleiben. Nicht runter in die Rinne, nur auf der Seite. Häftlinge in so nahem Kontakt mit Zivilisten birgt gewisse Risiken. Wir wollen keinen Kontakt zwischen Häftlingen und der Öffentlichkeit. Wir wollen nicht, dass jemandem ihnen irgendetwas mitgibt. Egal ob Drogen, Tabak, Alkohol, Waffen. Als Kopf der Kette muss Ramirez die Kadenzen vorsingen und aufpassen, dass alle im Gleichschritt laufen. Doch an diesem Morgen sind 6 neue Insassen dabei und bringen den Lauf durcheinander. Wir haben 6 neue in der Kette. Sie wissen noch nicht, wann man rechts läuft oder rechts dreht.
Viele von den Neuen machen mehr Witze, als dass sie arbeiten und passen nicht wirklich auf. Das ist ihnen auch egal. Jeder falsche Schritt bringt den Gesang der Gruppe durcheinander und zwingt die Männer anzuhalten und neu anzufangen. Ramirez verliert die Geduld, doch wenn er seinen Frust an einem der anderen Häftlinge auslässt, muss er sofort zurück in Lockdown-Haft. Es geht weiter. Marschieren! Die Gang übersteht den Tag ohne Zwischenfälle. Es ist härter, als Ramirez gedacht hatte. Wenn er noch 2 Wochen schafft, kann er entlassen werden. Doch mit dieser jungen Truppe könnte alles passieren, er weiß das. In Intensity geht derweil das Schmuggelwaren-Katz-und-Maus-Spiel zwischen Häftlingen und Wächtern weiter. Officer McVall liebt es, Schmuggelware zu erschnüffeln. Sein Spitzname deshalb der Bluthund. Im offenen Gelände von Tent City könnte Tabak überall sein. Heute trainiert er einen neuen Beamten, Cox. Er nimmt den Anfänger mit auf seine übliche Runde. Plötzlich riecht McVall Rauch von einem der Zelte. Er steckt den Kopf hinein und konfrontiert die Insassen. Alle nach draußen an den Zaun. Die Häftlinge haben im Zelt geraucht und sich dann aufgeteilt. Ein paar sind in ein anderes Zelt umgezogen. Wir fangen also mit einem Zelt an und arbeiten uns durch, bis wir fündig werden. Die Beamten durchsuchen die Zelte. Sie konfiszieren alle illegalen Gegenstände, die sie finden können. Das hier dürfen Sie alles nicht haben. Sie haben Seife mitgehen lassen und Dominosteine daraus gemacht. Ich nehme das jetzt alles mit. Für die Häftlinge ist die Razzia eine unwillkommene Störung. Sie sind aufgebracht. Das passiert wirklich jeden Tag. Man liest die Bibel und die wird einem dann einfach weggenommen. Wenn ich schon gefilmt werde, dann sage ich jetzt auch die Wahrheit. Es ist katastrophal. Nennen Sie mich etwa einen Lügner? Nein, ich nenne Sie keinen Lügner. Es wird jeder durchsucht, bis ich Sie finde. Mike Waugh weiß, dass einer Tabak versteckt und er wird ihn finden. Sie reißen die Matratze auf und verstecken darin ein Päckchen Tabak und ein Feuerzeug. In den ersten beiden Zelten finden die Beamten nichts, doch Officer McVaugh ist noch nicht fertig und Merlinas Zelt ist als nächstes dran. Was gibt's hier zu gucken? Bleiben Sie in den Zelten. Jetzt müssen Merlina, Tripod und die anderen Woods warten, bis McVaugh und Cox ihr Zelt durchsucht haben. Morgens um 7:30 soll ich aufstehen, damit sie meine Sachen durchsuchen können. Das hat mich wütend gemacht, klar. Verglichen mit einer traditionellen Gefängniszelle bietet ein Zelt und das Außengelände viele ungewöhnliche Verstecke. McVaugh kennt sie alle. Schmuggelgut kann unter Steinen, in Zeltfalten oder hinter Stützpfeilern versteckt sein. McVaugh lässt Cox die Zeltoberseite kontrollieren. Kontrolliert die Lichter. Der Neue findet etwas. McVaugh. Auf dem Lichtkasten findet er eine kleine Plastiktüte. Guter Fang. Sie haben es in Handschuhfinger versteckt. Sie verkaufen es untereinander für andere Artikel, Schokoriegel, sowas alles. Angestachelt durch Cox Entdeckung sucht McVaugh weiter. Volltreffer. In einem Riss einer Zeltfalte findet er jede Menge Tabak. Das ist ganz schön viel Tabak. Die Häftlinge haben daraus Zigaretten gerollt. Wenn McVaugh herausfindet, wem er gehört, heißt das 30 Tage, 23 Stunden Lockdown. Im Hof ist eine solche Menge Tabak über $100 wert. Und so viel Schulden bringen einem Häftling mächtig Ärger ein. Wenn Merlina oder sein neuer Freund Tripod darin verwickelt sind, hätten sie von den anderen Woods nichts Gutes zu erwarten. Immer wenn wir in einem Zelt sowas finden, wird dieses Zelt noch mehr überwacht. Wenn ein Häftling so viel Tabak verliert und es nicht seins war, sondern Schmuggelware, die er jemandem schuldet, dann wird er ziemlich nervös werden.
Entweder muss er das dann anderweitig wieder gut machen oder sie werden dafür zusammengeschlagen. Ist schwer zu sagen, aber wenn ich die wäre, dann wäre ich ziemlich nervös. Merlinas Zelt wird die nächste Zeit genau bewacht und ihm wird klar, dass diejenigen, von denen er am meisten beschützt wird, auch diejenigen sind, die ihm 12 Jahre Staatsgefängnis einbrocken könnten. Erst ist es nur Tabak, dann Marihuana und schließlich Methamphetamin. Wenn sie merken, dass wir es nicht versuchen, wird es schlimmer. Officer McVaugh und seine Männer rufen die Intelligence Unit und das Special Response Team. Sie erhöhen den Druck, bis die Schuldigen gefunden sind. Und wenn es soweit ist, greift die SRT ein. Edward Ramirez ist seit 3 Wochen in der Chain Gang. Die Arbeit und die Bedingungen sind hart. Doch ihre heutige Aufgabe wird härter, als er es sich bisher vorstellen konnte. Heute muss die Chain Gang Tote auf einem armen Friedhof am Rande der Wüste begraben. Wir begraben heute die Armen. Wir sind heute ihre Familie. Diese Menschen hatten keine Familie oder waren obdachlos. Wir sind also heute ihre Familie. Die Häftlinge entladen die Särge von einem Transporter und tragen sie zu den Gräbern. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Ihre Aufgabe ist trostlos. Ein weiterer harter Arbeitstag. Das nächste Begräbnis macht Ramirez betroffen. Ein totes Baby, das von seinen Eltern allein gelassen wurde. Dieser Verstorbene ist ein 3 Monate altes Baby, geboren am 23. März 2007. Lassen Sie uns einen Moment innehalten und für alle Kinder dieser Welt beten. Wenn einer von Ihnen Kinder hat, denken Sie an sie. Denken Sie an alle, die misshandelt oder wie dieses Kind verlassen wurden. Beten Sie dafür, dass jede Art von Gewalt eines Tages ein Ende hat. There will be an end to violence of any kind. Oh. Amazing grace, how sweet the sound that saved a Es hat uns alle berührt, als wir heute Morgen ein Kind begraben mussten. Es hat es sehr schwer, sehr emotional gemacht. Ich habe 4 kleine Kinder zwischen 11 und 4 Jahren. Es hat mich persönlich betroffen gemacht. Seit seiner Inhaftierung in Tent City hat der 19-jährige Ryan Merlina seine Familie nicht gesehen. Doch heute gibt es für ihn eine gute Neuigkeit. Seine Mutter, die ihn nach seiner Festnahme aufgegeben hatte, hat es sich anders überlegt. Heute kommt sie Merlina zum ersten Mal besuchen. Ich bin nervös, total nervös. Ich habe sie lange nicht gesehen. Wenn er für seinen neugeborenen Sohn ein Vater sein will, muss er seine Familie von seiner Vertrauenswürdigkeit überzeugen. Du siehst gut aus. Ich habe dich lange nicht so gesund gesehen. Ich liebe dich. Ich dich auch. Wie geht's dir? Offenbar besser als dir. Ja. Wie geht's dem Baby? Dem Baby geht's prima. Ich habe ganz viele Bilder mitgebracht. Du darfst aber nur 5 behalten. Du kannst dir also 5 aussuchen, die du behalten möchtest.
Das sind die ersten Bilder, die Merlina von seinem 2 Monate alten Sohn sieht. Er hat rote Haare. Er ist süß. Er ist wunderbar. Er hat die Nase von Liz' Vater. Echt? Er ist so süß. Ja, er ist süß. Fast so süß, wie du es warst. Die Bilder zeigen Merlina, warum er sich bessern muss. Seine Mutter hilft, es ihm nahe zu bringen. Ich weiß nicht, ob du das weißt oder nicht, Ryan, aber ich habe eine Menge dummer Sachen getan, bevor ich mit dir schwanger war. Ich habe damit aufgehört, weil ich mich um dich kümmern musste. Und ich bete dafür, dass das Gleiche mit dir passiert, dass du dein Leben in Ordnung bringst und dich um den Kleinen kümmerst. Du wirst ein toller Vater sein und der Vater für ihn sein, den du nie hattest. Ich weiß, das werde ich. Apropos Dad, hast du mit ihm geredet? Nein? Ich weiß nicht mal, ob er weiß, dass du hier bist. Ryan, ich liebe dich. Und es tut mir leid, dass ich dich früher nicht besser beschützt habe. Und dass du diesen ganzen Mist erleben musstest und dass du jetzt in dieser Lage bist. Nichts davon ist deine Schuld, Mom. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Sag ihr, dass ich sie liebe und den anderen auch. Sag ihnen, dass ich sie liebe. Das werde ich. Und du musst mir endlich mal schreiben. Das werde ich. Ich hab dich lieb, Mom. Komm her. Ich hab dich lieb. Gib mir einen Kuss. Merlina kehrt zu seinem Zelt zurück, fest entschlossen, seine Zeit schnell abzusitzen und zu seinem Sohn nach Hause zurückzukehren. Doch selbst wenn er seine Gewohnheiten ändern will und seine Freundschaften und sich aus Ärger raushalten will, so sind bereits Ereignisse im Gange, die Merlina in Lockdownhaft bringen könnten. 2 Undercover-Beamte der Intelligence Unit haben einen Tipp erhalten und gerade eine Riesenladung Tabak in einer Mülltonne entdeckt, am Rand von Tent City. Sie glauben, die Ladung gehört 2 weißen Häftlingen der Woods. Ich glaube, hier ist auch Tabak drin. Jedes Päckchen ist $20, $25 wert. Das ist, als wäre hier ein Cadillac drin. Für die Intelligence Unit ist es ein Riesenfund. Einer, der dem Schmuggelring der Woods das Genick brechen könnte. Am nächsten Tag unterrichtet die Intelligence Unit Sergeant Irby und das Special Response Team in einem Besprechungsraum neben den Zelten. Sie zeigen ihm Fotos der Verdächtigen, auch von den Woods. Die gesamte Gruppe wird durchsucht. Wer mit Tabak erwischt wird, landet im 23-Stunden-Lockdown. Diese 4 Personen schleusen Schmuggelware in den Hof. Ich habe meinen Beamten die betreffenden Personen übergeben. Sie wissen, dass das die Männer sind, die weg müssen. Sie müssen auf der Stelle vom Hof verwiesen werden. Sobald die betreffenden Personen identifiziert und weggeschafft wurden, werden Officer Chavez und Death Rage ihre Sachen konfiszieren. Wir identifizieren sie, holen sie raus, ziehen sie bis auf die Boxer und Sandalen aus. Packen wir es an. Mit einer 12-Kaliber-Waffe und Pfefferspray bewaffnet startet das SRT ihren Angriff auf die Gruppe. Hit that 15 Uhr. Sergeant Irby und das SRT durchsuchen das erste verdächtige Zelt nach illegalem Tabak. Die Insassen werden überrumpelt. Das Special Response Team zieht 4 Verdächtige raus in den Hof. Aber sie sind noch nicht fertig. Sie glauben, dass sich auch in Merlinas Zelt Tabak befindet. Sie wollen es unbedingt finden. Es ist das 2. Mal, dass Merlinas Zelt durchsucht wird. Jedoch sein 1. Mal, dass er die volle Wucht einer SRT-Razzia zu spüren bekommt. Merlina muss sich ausziehen und wird aus dem Zelt beordert. Draußen wird er nach Schmuggelware durchsucht. Turn on, face me. Umdrehen. Gesicht zu mir, Kopf zurück, Mund auf. Sein Freund Tripod kommt dazu, doch er scheint die Befehle nicht befolgen zu wollen.
Warum hörst du nicht zu? Die meinten, ich soll so stehen. Wer hat das gesagt? Der Officer. Ist mir egal. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Nein, Sir. Okay, deine Hände kommen hierhin. Es sei denn, ich sag was anderes, klar? Ja, ja. Das heißt ja, Sir. Ja, Sir. Ihr behaltet eure Hände überm Kopf und bleibt in einer Reihe. Ihr geht alle in den Tagesraum und setzt euch dahin. Okay, los jetzt. Alright, go ahead and go. Als die Zelte geräumt sind, geht die Suche weiter. Merlina kann jetzt nur abwarten und hoffen, dass sein Bett sauber ist. Seine Zukunft hängt davon ab. Das ist reine Routine. Wenn man es oft genug macht, wird man gut darin. Und sowas machen wir hier ziemlich häufig. Sergeant Irby ist lange genug im Dienst, um zu wissen, dass die Schmuggelware überall versteckt sein kann. Er und sein Team suchen alles bis ins Kleinste ab. Sei vorsichtig. Bei so etwas Schwerwiegendem kann die Person vom Hof geschickt werden. Und wir sind gut genug aufgerüstet, falls es Ärger gibt. Nimm den Stift, dreh dran und lass ihn fallen. Was ist das? Zucker? Sieht so aus. Ja, es ist Zucker. Zucker ist hier nicht erlaubt. Er hat Salz, Pfeffer und Zucker mitgehen lassen. Der Sheriff hat alles weggenommen. Nach einer anstrengenden dreistündigen Durchsuchung wird kein Tabak gefunden. Wieder einmal sind Merlina und die anderen Woods davongekommen. Doch auf eins können sich Häftlinge und Beamte immer verlassen. Die heutige Razzia war nicht die letzte. Sie haben die Wucht gesehen, mit der wir heute nach Schmuggelgut gesucht haben. Oft vergessen die Häftlinge, wie viele Polizeibeamte wir haben und dass wir in kürzester Zeit Nachschub anfordern können. Die nächsten 2-3 Wochen werden wieder ruhiger, bis sie merken, dass die anderen nicht mehr da sind und dann geht das Spiel von vorn los. In einem Monat sind wir dann alle wieder hier. Merlina hat seine erste SRT-Razzia überstanden. Wenn er sich noch 90 Tage gut verhält, kann er Tent City verlassen und ein 2-monatiges Entzugsprogramm beginnen. Ich habe gelernt, dass ich hier keine Kontrolle habe. Die SRT kommt hier rein und macht einfach, was sie will. Ich werde einfach nur auf die Beamten hören und tun, was sie sagen. Mitarbeiten, die Regeln befolgen, mich von den anderen fernhalten, in keine Schlägereien geraten und mich so gut es geht aus Ärger raushalten. Ich freue mich, wenn ich hier bald rauskomme. Der letzte Besuch seiner Mutter und die Bilder seines Sohnes geben ihm Halt. Doch für die nächsten 3 Monate wird jeder Tag ein Drahtseilakt bleiben. Zwischen den Erwartungen der Woods und der Kontrolle der Sheriffbeamten. Für Edward Ramirez sind die Gefahren des Gefängnislebens vorbei. Nach 4 Monaten Haft wegen Bewährungsverstoßes kommt er frei. Ramirez, kommen Sie. Tag der Verhaftung? 30. Dezember 2006. Für ihn gibt es kaum Hoffnung auf einen Neuanfang mit seiner Frau. Doch er freut sich auf seine Kinder und darauf, die verlorene Zeit aufzuholen. Die Tür vor Ihnen öffnet sich automatisch. Wenn sie sich öffnet, gehen Sie rein und direkt zur nächsten Tür. Dann, wenn es Klick macht, drücken Sie die Tür auf und gehen links raus. Er hat seiner ganzen Familie gesagt, dass er an diesem Morgen entlassen wird. Seine Frau erwartet er nicht, doch er hofft, dass seine Eltern auf ihn warten, wenn er rauskommt. Es ist keiner da. Ich vermisse meine Familie. Ich weiß nicht, ob ich sie wiederbekommen kann. Aber meine Kinder werden für immer da sein. Das hilft. Das hilft mir, mich zu ändern und zu bessern. Es ist zwar etwas spät, aber besser spät als nie. Ramirez verlässt das Gefängnis allein. Seine Zukunft ist ungewiss. Doch eins steht fest,
Es werden immer wieder neue Häftlinge in der Wüste eintreffen. Die Beamten werden versuchen, sie in Schach zu halten. Und der Nervenkrieg wird weitergehen. In Tent City. Ich hab dich lieb. Gib mir einen Kuss. Merlina kehrt zu seinem Zelt zurück, fest entschlossen, seine Zeit schnell abzusitzen und zu seinem Sohn nach Hause zurückzukehren. Doch selbst wenn er seine Gewohnheiten ändern will und seine Freundschaften und sich aus Ärger raushalten will, so sind bereits Ereignisse im Gange, die Merlina in Lockdown-Haft bringen könnten. Zwei Undercover-Beamte der Intelligence Unit haben einen Tipp erhalten und gerade eine Riesenladung Tabak in einer Mülltonne entdeckt, am Rand von Tent City. Sie glauben, die Ladung gehört zwei weißen Häftlingen der Woods. Ich glaube, hier ist auch Tabak drin. Jedes Päckchen ist 20, 25 Dollar wert. Das ist, als wäre hier ein Cadillac drin. Für die Intelligence Unit ist es ein Riesenfund. Einer, der dem Schmuggelring der Woods das Genick brechen könnte. Am nächsten Tag unterrichtet die Intelligence Unit Sergeant Irby und das Special Response Team in einem Besprechungsraum neben den Zelten. Sie zeigen ihm Fotos der Verdächtigen, auch von den Woods. Die gesamte Gruppe wird durchsucht. Wer mit Tabak erwischt wird, landet im 23-Stunden-Lockdown. Diese vier Personen schleusen Schmuggelware in den Hof. Ich habe meinen Beamten die betreffenden Personen übergeben. Sie wissen, dass das die Männer sind, die weg müssen. Sie müssen auf der Stelle vom Hof verwiesen werden. Sobald die betreffenden Personen identifiziert und weggeschafft wurden, werden Officer Chavez und Death Rage ihre Sachen konfiszieren. Wir identifizieren sie, holen sie raus, ziehen sie bis auf die Boxer und Sandalen aus. Packen wir es an. Mit einer 12-Kaliber-Waffe und Pfefferspray bewaffnet startet das SRT ihren Angriff auf die Gruppe. Hit that 15 Uhr. Sergeant Irby und das SRT durchsuchen das erste verdächtige Zelt nach illegalem Tabak. Die Insassen werden überrumpelt. Das Special Response Team zieht vier Verdächtige raus in den Hof. Aber sie sind noch nicht fertig. Sie glauben, dass sich auch in Merlinas Zelt Tabak befindet. Sie wollen es unbedingt finden. Es ist das zweite Mal, dass Merlinas Zelt durchsucht wird. Jedoch sein erstes Mal, dass er die volle Wucht einer SRT-Razzia zu spüren bekommt. Merlina. Schmuggelgut kann unter Steinen, in Zeltfalten oder hinter Stützpfeilern versteckt sein. McVaugh lässt Cox die Zeltoberseite kontrollieren. Kontrolliert die Lichter. Der Neue findet etwas. McVaugh. Auf dem Lichtkasten findet er eine kleine Plastiktüte. Guter Fang. Sie haben es in Handschuhfinger versteckt. Sie verkaufen es untereinander für andere Artikel, Schokoriegel, sowas alles. Angestachelt durch Cox' Entdeckung sucht McVaugh weiter. Volltreffer. In einem Riss einer Zeltfalte findet er jede Menge Tabak. Das ist ganz schön viel Tabak. Die Häftlinge haben daraus Zigaretten gerollt. Wenn McVaugh herausfindet, wem er gehört, heißt das 30 Tage, 23 Stunden Lockdown. Im Hof ist eine solche Menge Tabak über 100 Dollar wert.
Und so viel Schulden bringen einem Häftling mächtig Ärger ein. Wenn Merlina oder sein neuer Freund Tripod darin verwickelt sind, hätten sie von den anderen Woods nichts Gutes zu erwarten. Immer wenn wir in einem Zelt sowas finden, wird dieses Zelt noch mehr überwacht. Wenn ein Häftling so viel Tabak verliert und es nicht seins war, sondern Schmuggelware, die er jemandem schuldet, dann wird er ziemlich nervös werden. Entweder muss er das dann anderweitig wieder gut machen oder sie werden dafür zusammengeschlagen. Ist schwer zu sagen, aber wenn ich die wäre, dann wäre ich ziemlich nervös. Merlinas Zelt wird die nächste Zeit genau bewacht und ihm wird klar, dass diejenigen, von denen er am meisten beschützt wird, auch diejenigen sind, die ihm 12 Jahre Staatsgefängnis einbrocken könnten. Erst ist es nur Tabak, dann Marihuana und schließlich Methamphetamin. Wenn sie merken, dass wir es nicht versuchen, wird es schlimmer. Officer McVaugh und seine Männer rufen die Intelligence Unit und das Special Response Team. Sie erhöhen den Druck, bis die Schuldigen gefunden sind. Und wenn es soweit ist, greift die SRT ein. Edward Ramirez ist seit 3 Wochen in der Chain Gang. Die Arbeit und die Bedingungen sind hart. Doch ihre heutige Aufgabe wird härter, als er es sich bisher vorstellen konnte. Heute muss die Chain Gang Tote auf einem armen Friedhof am Rande der Wüste begraben. Urteilt. Seitdem er 12 ist, ist er medabhängig. Seine Teenagerjahre hat Merlina immer wieder in Jugendhaft verbracht. Dies ist sein erster Erwachsenenstrafvollzug. Weil Merlina sich für schuldig befand, bot ihm der Richter einen Deal an. Bei guter Führung würde er nur 6 Monate in Tent City absetzen müssen. Wenn nicht, bekommt er 12 Jahre im Staatsgefängnis. Das hast du nicht erwartet, als du in den Knast kamst? Das ist meine letzte Chance. Wenn ich mir nur irgendwas hier oder draußen leiste, kriege ich 12 Jahre ohne Bewährung. Doch im Zelt zu leben ist schwerer als alles, was er je gemacht hat. Merlina ist umgeben von Insassen, die wegen Ladendiebstahls oder Totschlags hier sind. Und die Lebensbedingungen sind hart. Er bekommt eine Schaumstoffmatratze, ein Laken und einen Schlafplatz im Zelt mit 21 anderen. Doch vor allem will er seine Zeit schnell absitzen. Er will seinen kleinen Sohn sehen, der geboren wurde, als er auf sein Urteil wartete. Ich denke viel an meinen Sohn. Ich denke darüber nach, was passieren wird, wenn ich mich nicht ändere. Ich bin ohne Vater aufgewachsen und ich will nicht, dass er das auch erleben muss. Merlinas Mutter und seine Freundin haben wegen seiner Drogenabhängigkeit den Kontakt zu ihm abgebrochen. In Tent City ist er ganz allein. Ich war schon als Kind ständig im Gefängnis. Und meine Mutter war immer für mich da. Diesmal nicht. Es ist schon was anderes, zu wissen, dass sie beim nächsten Mal nicht für mich da sein wird. Die, denen Merlina jetzt am nächsten steht, wollen nicht unbedingt das Beste für ihn. Tent City ist voll mit Profikriminellen, die Neulinge wie ihn ins Schmuggelgeschäft einschleusen wollen. Mit ein Hauptgrund für die Spannung zwischen Wächtern und Häftlingen. Der Schwarzmarkt blüht. Tabak und andere illegale Luxusgüter werden entweder von draußen reingeschmuggelt oder über den Maschendrahtzaun geworfen. Sobald die Ware da ist, machen die offenen Zelte den Handel leicht und die Arbeit der Beamten umso schwerer. Stellen Sie sich vor, Sie sind Polizist in einer Kleinstadt, in der 100% alle Verbrecher sind. Sergeant Mendoza war 10 Jahre in Gefängnissen in Phoenix tätig, davon 2 Jahre in Tent City. Wie seine Kollegen kennt er bei Regelwidrigkeiten keine Gnade. Sir, wenn Sie aus Ihrem Zelt kommen, müssen Sie Ihr Hemd anhaben. Mendoza kämpft mit allen Mitteln, damit keine Schmuggelware in die Zelle gelangt. Doch ständig wird seine Autorität in Frage gestellt durch die Gruppen, die in Tent City das Sagen haben. Leider ist ja alles ethnisch organisiert. Mit einer 12-Kaliber-Waffe und Pfefferspray bewaffnet startet das SRT ihren Angriff auf die Gruppe. Hit that 15 Uhr. Sergeant Irby und das SRT durchsuchen das erste verdächtige Zelt nach illegalem Tabak.
Die Insassen werden überrumpelt. Das Special Response Team zieht vier Verdächtige raus in den Hof. Aber sie sind noch nicht fertig. Sie glauben, dass sich auch in Merlinas Zelt Tabak befindet. Sie wollen es unbedingt finden. Es ist das zweite Mal, dass Merlinas Zelt durchsucht wird. Jedoch sein erstes Mal, dass er die volle Wucht einer SRT-Razzia zu spüren bekommt. Merlina muss sich ausziehen und wird aus dem Zelt beordert. Draußen wird er nach Schmuggelware durchsucht. Umdrehen. Gesicht zu mir, Kopf zurück, Mund auf. Sein Freund Tripod kommt dazu, doch er scheint die Befehle nicht befolgen zu wollen. Warum hörst du nicht zu? Die meinten, ich soll so stehen. Wer hat das gesagt? Der Officer. Ist mir egal. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Nein, Sir. Okay, deine Hände kommen hierhin. Es sei denn, ich sag was anderes, klar? Ja, ja. Das heißt ja, Sir? Ja, Sir. Ihr behaltet eure Hände überm Kopf und bleibt in einer Reihe. Ihr geht alle in den Tagesraum und setzt euch dahin. Okay, los jetzt. All right, go ahead and go. Als die Zelte geräumt sind, geht die Suche weiter. Merlina kann jetzt nur abwarten und hoffen, dass sein Bett sauber ist. Seine Zukunft hängt davon ab. Das ist reine Routine. Wenn man es oft genug macht, wird man gut darin. Und sowas machen wir hier ziemlich häufig. Sergeant Irby ist lange genug im Dienst, um zu wissen, dass die Schmuggelware überall versteckt sein kann. Er und sein Team suchen alles bis ins Kleinste ab. Sei vorsichtig. Bei so etwas Schwerwiegendem kann die Person vom Hof geschickt werden. Und wir sind gut genug aufgerüstet, falls es Ärger gibt. Nimm den Stift, dreh dran und lass ihn fallen. Was ist das? Zucker? Sieht so aus. Ja, es ist Zucker. Zucker ist hier nicht erlaubt. Er hat Salz, Pfeffer und Zucker mitgehen lassen. Der Sheriff hat alles weggenommen. Nach einer anstrengenden dreistündigen Durchsuchung wird kein Tabak gefunden. Wieder einmal sind Merlin Kontakt mit Zivilisten birgt gewisse Risiken. Wir wollen keinen Kontakt zwischen Häftlingen und der Öffentlichkeit. Wir wollen nicht, dass jemandem ihnen irgendetwas mitgibt, egal ob Drogen, Tabak, Alkohol, Waffen. Als Kopf der Kette muss Ramirez die Kadenzen vorsingen und aufpassen, dass alle im Gleichschritt laufen. Doch an diesem Morgen sind sechs neue Insassen dabei und bringen den Lauf durcheinander. Wir haben sechs neue in der Kette. Sie wissen noch nicht, wann man rechts läuft oder rechts dreht. Viele von den Neuen machen mehr Witze, als dass sie arbeiten und passen nicht wirklich auf. Das ist ihnen auch egal. Jeder falsche Schritt bringt den Gesang der Gruppe durcheinander und zwingt die Männer anzuhalten und neu anzufangen. Ramirez verliert die Geduld. Doch wenn er seinen Frust an einem der anderen Häftlinge auslässt, muss er sofort zurück in Lockdown-Haft. Es geht weiter. Marschieren. Die Gang übersteht den Tag ohne Zwischenfälle. Es ist härter, als Ramirez gedacht hatte. Wenn er noch zwei Wochen schafft, kann er entlassen werden. Doch mit dieser jungen Truppe könnte alles passieren, er weiß das. In Tent-City geht derweil das Schmuggelwaren-Katz-und-Maus-Spiel zwischen Häftlingen und Wächtern weiter. Officer McVaugh liebt es, Schmuggelware zu erschnüffeln. Sein Spitzname deshalb der Bluthund. Im offenen Gelände von Tent City könnte Tabak überall sein. Heute trainiert er einen neuen Beamten, Cox. Er nimmt den Anfänger mit auf seine übliche Runde. Plötzlich riecht McVaugh Rauch von einem der Zelte. Er steckt den Kopf hinein und konfrontiert die Insassen. Alle nach draußen an den Zaun. Die Häftlinge haben im Zelt geraucht und sich dann aufgeteilt. Ein paar sind in ein anderes Zelt umgezogen. Wir fangen also mit einem Zelt an und arbeiten uns durch, bis wir fündig werden.
Die Beamten durchsuchen die Zelte. Sie konfiszieren alle illegalen Gegenstände, die sie finden können. Das hier dürfen Sie alles nicht haben. Sie haben Seife mitgehen lassen und Dominosteine daraus gemacht. Ich nehme das jetzt alles mit. Für die Häftlinge ist die Razzia eine unwillkommene Störung. Sie sind aufgebracht. Das passiert wirklich jeden Tag. Man liest die Bibel und die wird einem dann einfach weggenommen. Wenn ich schon gefilmt werde, dann sage ich jetzt auch die Wahrheit. Es ist katastrophal. Nennen Sie mich etwa einen Lügner? Nein, ich nenne Sie keinen Lügner. Es wird jeder durchsucht, bis ich Sie finde. Voll mit Profikriminellen, die Neulinge wie ihn ins Schmuggelgeschäft einschleusen wollen. Mit ein Hauptgrund für die Spannung zwischen Wächtern und Häftlingen. Der Schwarzmarkt blüht. Tabak und andere illegale Luxusgüter werden entweder von draußen reingeschmuggelt oder über den Maschendrahtzaun geworfen. Sobald die Ware da ist, machen die offenen Zelte den Handel leicht. Und die Arbeit der Beamten umso schwerer. Stellen Sie sich vor, Sie sind Polizist in einer Kleinstadt, in der 100% alle Verbrecher sind. Sergeant Mendoza war 10 Jahre in Gefängnissen in Phoenix tätig, davon 2 Jahre in Tent City. Wie seine Kollegen kennt er bei Regelwidrigkeiten keine Gnade. Sir, wenn Sie aus Ihrem Zelt kommen, müssen Sie Ihr Hemd anhaben. Mendoza kämpft mit allen Mitteln, damit keine Schmuggelware in die Zelle gelangt. Doch ständig wird seine Autorität in Frage gestellt durch die Gruppen, die in Tent City das Sagen haben. Leider ist hier alles ethnisch organisiert. Bei jedem neuen Häftling kommt einer aus der eigenen Gruppe und erklärt die Regeln und Erwartungen. Regel Nummer 1: Bleib bei deinen Leuten. Jede Gruppe hat einen eigenen Sitzbereich und Namen. Afroamerikaner heißen Kinfolk, Mexikaner Paisas, mexikanische Amerikaner Chicanos und Indianer heißen Chiefs. Und die Weißen heißen Woods. Die Gruppen behaupten, sie würden die Häftlinge beschützen. Die Beamten meinen dagegen, sie würden Insassen und Schmuggelware kontrollieren. Die Chefs der Gruppen sind oftmals in Straftaten und Schmuggelgeschäfte involviert. Da einen der Chefs vom Hof verweisen, wird er sofort durch jemand Neuen ersetzt. Wir versuchen also ständig herauszufinden, wer die Chefs sind. Sie verheimlichen ihre Identität vor uns und dieses Spielchen geht einfach immer so weiter. Für neue Häftlinge wie Merlina bietet die Gruppe Schutz. Doch manchmal kommt der Ärger nicht von rivalisierenden Gruppen, sondern aus den eigenen Reihen. Insassen, die gegen Regeln ihrer Gruppe verstoßen, werden brutal bestraft. Für kleinere Vergehen wie Beleidigungen gibt es einen Schlag auf Kiefer oder Kinn. Für größere wie ausstehende Schulden wird der Häftling von 2 oder mehr zusammengeschlagen. Die Macht der Gruppe beeinträchtigt die Kontrolle der Beamten. Es sind Verbrecher und man darf sie nicht aus den Augen lassen. Momentan ist draußen im Hof alles ruhig, aber das kann sich von jetzt auf gleich ändern. Wir hatten hier schon einige Zwischenfälle. Einmal haben die Insassen sogar die Kontrolle über den Hof übernommen. 1996 kam es in Tent City zu Ausschreitungen. Alle Gruppen gingen auf die Barrikaden, weil ein Beamter angeblich Pfefferspray in das Gesicht eines Häftlings gespült und seine Freundschaften und sich aus Ärger raushalten will. So sind bereits Ereignisse im Gange, die Merlina in Lockdown-Haft bringen könnten. 2 Undercover-Beamte der Intelligence Unit haben einen Tipp erhalten und gerade eine Riesenladung Tabak in einer Mülltonne entdeckt, am Rand von Tent City. Sie glauben, die Ladung gehört 2 weißen Häftlingen der Woods. Ich glaube, hier ist auch Tabak drin. Jedes Päckchen ist $20, $25 wert. Das ist, als wäre hier ein Cadillac drin. Für die Intelligence Unit ist es ein Riesenfund. Einer, der dem Schmuggelring der Woods das Genick brechen könnte. Am nächsten Tag unterrichtet die Intelligence Unit Sergeant Irby und das Special Response Team in einem Besprechungsraum neben den Zelten. Sie zeigen ihm Fotos der Verdächtigen, auch von den Woods. Die gesamte Gruppe wird durchsucht. Wer mit Tabak erwischt wird, landet im 23-Stunden-Lockdown. Diese 4 Personen schleusen Schmuggelware in den Hof. Ich habe meinen Beamten die betreffenden Personen übergeben. Sie wissen, dass das die Männer sind, die weg müssen. Sie müssen auf der Stelle vom Hof verwiesen werden.
Sobald die betreffenden Personen identifiziert und weggeschafft wurden, werden Officer Chavez und Death Rage ihre Sachen konfiszieren. Wir identifizieren sie, holen sie raus, ziehen sie bis auf die Boxer und Sandalen aus. Packen wir es an. Mit einer 12-Kaliber-Waffe und Pfefferspray bewaffnet, startet das SRT ihren Angriff auf die Gruppe. Hit that 15 Uhr. Sergeant Irby und das SRT durchsuchen das erste verdächtige Zelt nach illegalem Tabak. Die Insassen werden überrumpelt. Das Special Response Team zieht 4 Verdächtige raus in den Hof. Aber sie sind noch nicht fertig. Sie glauben, dass sich auch in Merlinas Zelt Tabak befindet. Sie wollen es unbedingt finden. Es ist das zweite Mal, dass Merlinas Zelt durchsucht wird. Jedoch sein erstes Mal, dass er die volle Wucht einer SRT-Razzia zu spüren bekommt. Merlina muss sich ausziehen und wird aus dem Zelt beordert. Draußen wird er nach Schmuggelware durchsucht. Umdrehen. Gesicht zu mir, Kopf zurück, Mund auf. Sein Freund Tripod kommt dazu, doch er scheint die Befehle nicht befolgen zu wollen. Gefängnis landen oder eine noch längere Strafe im Staatsgefängnis absitzen. Für den 19-jährigen Ryan Merlina ist es der erste Tag hier. Wenn der Officer Ihren Namen aufruft, nehmen Sie Ihre Sachen und treten vor. Merlina. Keine Ahnung, mit was ich das hier vergleichen soll. Es gibt nichts. Es ist echt schlimm hier. Für mich ist das hier ziemlich schlimm. Er wurde wegen Fälschung, Einbruch und wegen Besitz von Methamphetamin verurteilt. Seitdem er 12 ist, ist er medabhängig. Seine Teenagerjahre hat Merlina immer wieder in Jugendhaft verbracht. Dies ist sein erster Erwachsenenstrafvollzug. Weil Merlina sich für schuldig befand, bot ihm der Richter einen Deal an. Bei guter Führung würde er nur 6 Monate in Tent City absetzen müssen. Wenn nicht, bekommt er 12 Jahre im Staatsgefängnis. Das hast du nicht erwartet, als du in den Knast kamst? Das ist meine letzte Chance. Wenn ich mir nur irgendwas hier oder draußen leiste, kriege ich 12 Jahre ohne Bewährung. Doch im Zelt zu leben ist schwerer als alles, was er je gemacht hat. Merlina ist umgeben von Insassen, die wegen Ladendiebstahls oder Totschlags hier sind. Und die Lebensbedingungen sind hart. Er bekommt eine Schaumstoffmatratze, ein Laken und einen Schlafplatz im Zelt mit 21 anderen. Doch vor allem will er seine Zeit schnell absitzen. Er will seinen kleinen Sohn sehen, der geboren wurde, als er auf sein Urteil wartete. Ich denke viel an meinen Sohn. Ich denke darüber nach, was passieren wird, wenn ich mich nicht ändere. Ich bin ohne Vater aufgewachsen und ich will nicht, dass er das auch erleben muss. Merlinas Mutter und seine Freundin haben wegen seiner Drogenabhängigkeit den Kontakt zu ihm abgebrochen. In Tent City ist er ganz allein. Ich war schon als Kind ständig im Gefängnis. Und meine Mutter war immer für mich da. Diesmal nicht. Es ist schon was anderes, zu wissen, dass sie beim nächsten Mal nicht für mich da sein wird. Die, denen Merlina jetzt am nächsten steht, wollen nicht unbedingt das Beste für ihn. Tent City ist voll mit Profikriminellen, die Neulinge wie ihn ins Schmuggelgeschäft einschleusen wollen. Mit ein Hauptgrund für die Spannung zwischen Wächtern und Häftlingen. Der Schwarzmarkt blüht. Tabak und andere illegale Luxusgüter werden entweder von draußen reingeschmuggelt oder über den Maschendrahtzaun geworfen. Sobald die Ware da ist, machen die offenen Zelte den Handel leicht. Und die Arbeit der Beamten umso schwerer. Sie werden sämtliches Personal respektieren, solange Sie hier sind. Sie werden hier jeden mit Ma'am, Sir oder Officer anreden. Haben Sie mich verstanden? In dieser spannungsgeladenen Umgebung schlummert eine Feindseligkeit zwischen Häftlingen und Wächtern, die manchmal explodiert. Was ist hier los? Ich will nur wissen, warum wir am Gitter stehen. Weil sie durchsucht werden. Das ist im Gefängnis so.
In den letzten 10 Jahren wurden reihenweise Häftlinge und Wächter in den Gefängnissen von Maricopa County in gewaltsamen Auseinandersetzungen verletzt. 4 Häftlinge starben, was in der Gemeinde von Phoenix und im ganzen Land Besorgnis erregte. Die Straftaten der Häftlinge von Tent City reichen von Drogenbesitz bis hin zu Überfällen. Die meisten sitzen bei guter Führung maximal 1 Jahr. Doch wenn sie Ärger machen, könnten sie in einem abgeriegelten Gefängnis landen oder eine noch längere Strafe im Staatsgefängnis absitzen. Für den 19-jährigen Ryan Merlina ist es der erste Tag hier. Wenn der Officer Ihren Namen aufruft, nehmen Sie Ihre Sachen und treten vor. Merlina. Keine Ahnung, mit was ich das hier vergleichen soll. Es gibt nichts. Es ist echt schlimm hier. Für mich ist das hier ziemlich schlimm. Er wurde wegen Fälschung, Einbruch und wegen Besitz von Methamphetamin verurteilt. Seitdem er 12 ist, ist er metabhängig. Seine Teenagerjahre hat Merlina immer wieder in Jugendhaft verbracht. Dies ist sein erster Erwachsenenstrafvollzug. Weil Merlina sich für schuldig befand, bot ihm der Richter einen Deal an. Bei guter Führung würde er nur 6 Monate in Tent City absetzen müssen. Wenn nicht, bekommt er 12 Jahre im Staatsgefängnis. Das hast du nicht erwartet, als du in den Knast kamst? Das ist meine letzte Chance. Wenn ich mir nur irgendwas hier oder draußen leiste, kriege ich 12 Jahre ohne Bewährung. Doch im Zelt zu leben ist schwerer als alles, was er je gemacht hat. Merlina ist umgeben von Insassen, die wegen Ladendiebstahls oder Totschlags hier sind. Und die Lebensbedingungen sind hart. Er bekommt eine Schaumstoffmatratze, ein Laken und einen Schlafplatz im Zelt mit 21 anderen. Doch vor allem will er seine Zeit schnell absitzen. Er will seinen kleinen Sohn sehen, der geboren wurde, als er auf sein Urteil wartete. Ich denke viel an meinen Sohn. Ich denke darüber nach, was passieren wird, wenn ich mich nicht ändere. Ich bin ohne Vater aufgewachsen und ich will nicht, dass er das auch erleben muss. Merlinas Mutter und seine Freundin haben wegen seiner Drogenabhängigkeit den Kontakt zu ihm abgebrochen. In Tent City ist er ganz allein. Der Waffen ausgestattet. Ich habe hier ein Hornissennest. Schockgranaten mit ca. 80-45 Kaliberkugeln. Mitglieder der SRT durchlaufen ein straffes Training. Jeden Moment könnten sie gerufen werden, um eine Einzelzelle zu räumen oder einen Aufstand zu zerschlagen. Hat die SRT je zu viel Gewalt angewendet? Es gab schon Einsätze, die von oben als zu heftig eingestuft wurden. Aber fand ich sie zu heftig? Nein. Aber sie wurden so eingestuft und deswegen waren sie zu heftig. Verstehen Sie? Merlina hört die Meinung eines Insassen über die SRT. Sie reißen ein Zelt in Stücke. Sie reißen es buchstäblich in Stücke. Und sie sind bewaffnet. Für mich sehen sie aus wie Ninja Turtles. Aber nicht sagen, dass ich das gesagt habe, sonst kriege ich Elektroschocks. Kein Witz, ganz im Ernst, die rücken hier mit kugelsicheren Westen an. Ich weiß ja nicht, was die von uns denken, dass die so angezogen sind. Die haben Teaserwaffen und 12mm Kaliber, mit denen sie ihr Pfefferspray verschießen. Kein Witz. Und die haben kein Problem damit, dir das Ding direkt vors Gesicht zu halten. Letztes Jahr hat sich ein Kerl nicht schnell genug aufgesetzt. Da hat ihn einer bei den Schultern gepackt, der andere am Bein und sie haben ihn von seinem Bett gerissen und auf den Boden geworfen. Sie haben ihn mit Handschellen aus dem Zelt geworfen, die haben ihn echt übel zugerichtet. Wenn sich Merlina in Tent City irgendwelche Straftaten erlaubt, kriegt ihn die SRT. Doch so oder so Ärger bekommt er auf jeden Fall. Am Ende seines ersten Tages kehrt Merlina zu seinem Zelt zurück. Die Woods warten schon auf ihn. Sie wollen ihn offiziell als Mitglied in ihre Gruppe aufnehmen. Das ist das härteste Gefängnis Amerikas. Er trifft Head, den Gangführer, und den Regelhüter Torpedo. Die Identitäten der ranghöchsten Mitglieder müssen vor den Gefängnisbeamten geheim gehalten werden. Kopf einer Gruppe zu sein, verstößt gegen die Gefängnisregeln. Wenn du einen Beamten beleidigst, wird dein Zelt verwüstet. Die anderen im Zelt werden wütend auf dich.
Die Beamten spielen uns gegeneinander aus. Machen wir was falsch, ist das ihre Art der Bestrafung. Sie lassen dich aussehen wie der Böse, bringen dein Zelt durcheinander. Die anderen werden sauer auf dich. Tu also nichts, was einen deiner Mitinsassen in deinem Zelt ärgern könnte. Merlina lernt die ungeschriebenen Gesetze von Tent City. Wenn er dagegen verstößt, hat er sofort die ganze Gruppe gegen sich. Du bist kein Kind, du bist erwachsen. Du weißt, was du tun darfst und was nicht. Schöner Haarschnitt, gefällt mir. Merlina muss zwei gegensätzliche Regeln beachten. Die Regeln seiner Mitte. Es ist 3 Uhr nachmittags in Phoenix, Arizona. Neue Häftlinge betreten das Maricopa County Gefängnis, eins der größten und strengsten im ganzen Land. 10.000 Häftlinge leben in 6 Gefängnistrakten über die ganze Stadt verteilt. Und es werden jeden Tag mehr. In Phoenix gibt es mehr Insassen als Gefängniszellen. Um der Überzahl Herr zu werden, gründete Sheriff Joe Arpaio Tent City. Ich finde immer Platz. Ich gehe eher ins Grab, bevor ich diese Jungs vorzeitig entlasse. Wenn sein muss, stelle ich Zelte von hier bis Mexiko auf, damit die Häftlinge wissen, der Sheriff schafft Platz, komme was wolle. In Tent City, in der Wüste unweit der Innenstadt von Phoenix, sitzen 2000 Insassen in Stoffzelten ein. Anders als in den meisten anderen Gefängnissen, wo Straftäter die meiste Zeit in engen Zellen absitzen, sind die Insassen hier sehr viel draußen. Doch das ist auch schon der einzige Vorteil. In den Zelten wird es im Sommer bis zu 60 Grad heiß. Um die Kosten niedrig zu halten, bekommen Insassen keine Extras wie Zucker, Salz, Pfeffer und Kaffee. Tabak ist streng verboten. Und weil es trotz dieser explosiven Mischung aus Insassen keine Gitter gibt, herrscht militärhafte Disziplin und Härte. Na schön, meine Herren. Hier herrscht absolute Disziplin. Es gibt keine Streitereien. Sie werden sämtliches Personal respektieren, solange Sie hier sind. Sie werden hier jeden mit Ma'am, Sir oder Officer anreden. Haben Sie mich verstanden? In dieser spannungsgeladenen Umgebung schlummert eine Feindseligkeit zwischen Häftlingen und Wächtern, die manchmal explodiert. Was ist hier los? Ich will nur wissen, warum wir am Gitter stehen. Weil sie durchsucht werden. Das ist im Gefängnis so. In den letzten 10 Jahren wurden reihenweise Häftlinge und Wächter in den Gefängnissen von Maricopa County in gewaltsamen Auseinandersetzungen verletzt. 4 Häftlinge sterben, was in der Gemeinde von Phoenix und im ganzen Land Besorgnis erregte. Die Straftaten der Häftlinge von Tent City reichen von Drogenbesitz bis hin zu Überfällen. Die meisten sitzen bei guter Führung maximal 1 Jahr. Doch wenn sie Ärger machen, könnten sie in einem abgeriegelten Gefängnis landen oder eine noch längere Strafe im Staatsgefängnis absitzen. Für den 19-jährigen Ryan Merlina ist es der erste Tag hier. Wenn der Officer Ihren Namen aufruft, nehmen Sie Ihre Sachen und treten vor. Merlina. Keine Ahnung, mit was ich das hier vergleichen soll. Es gibt nichts. Es ist echt schlimm hier. Für mich ist das hier ziemlich schlimm. Er wurde wegen